Ja, Leute, endlich ist es bei mir auch angekommen. Und zwar die Paldeas Schicksale Trainerbox mit ordentlich Verspätung. Und es sollte auch eigentlich, da ich einen Code eingegeben habe, ein extra Booster drin gelegen haben im Paket. War nicht drin. Merkt euch eins: bei den günstigsten zu bestellen ist manchmal nicht die beste Lösung. Ich wurde schon mal enttäuscht von dem Shop und jetzt das zweite Mal. Und ich denke, da lasse ich lieber die Finger von. Dann bezahle ich lieber die 5 Euro mehr. Ich glaube, wenn man die jetzt normal kauft, die Top-Trainer-Box, kostet die 53 Euro oder 55 Euro. Ich habe sie jetzt für 49 aus dem Laden gekriegt. Und naja, wie gesagt, mit ordentlich Verspätung und wie gesagt, das extra Booster war da nicht dabei. Und wie gesagt, ich hatte da schon mal bestellt und war schon mal fail und der Support war auch nicht gerade freundlich. Und ja, das war dann das zweite und letzte Mal, dass ich da bestellt habe. Ja gut, ne, Troptiner, Top Trainerbox. Was haben wir hier Schönes in dieser Box drin? Also ist ja eigentlich, wir kennen es ja, ne? Ist ja eigentlich jetzt immer Standard. Ja, wir haben hier erstmal die schöne Mimikma Promokarte mit den Ömmerken auf der rechten Seite, was gerade am Nähen ist, so wie es aussieht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Promokarte. Dann haben wir die Sleeves, auch mit einem Mimikma hinten drauf. Die sind sehr schön. Nur leider diese Qualität von den Sleeves hier, die sind so vorne milchig. Das ist halt schade eigentlich. Ja, dann haben wir, brauche ich nicht rausholen, dann haben wir die 65 oder 64 Energiekarten. Dann haben wir hier die Kartentrenner, die relativ schick aussehen, auch von der anderen Seite. Das war hier der Code. Einmal dann für euch. Bitteschön. So, und dann haben wir noch die Würfels und die Schadensmarken. Ja, also die Würfel wieder in den Farben der Trainerbox gehalten, in Lila und Silber oder Weiß. Und dann haben wir hier einmal Feuer und Gift. Und das Schönste von allen, die neuen Booster. Das war's. Kein extra Booster dabei. Packen wir die Box erstmal auf Soide und hoffen mal, dass wir wenigstens trotz der langen Wartezeit hier was Schönes drin haben. Also ich habe mir jetzt schon diverse Openings angeguckt. Es gab Boxen, die haben ordentlich gescheppert und es gab Boxen, die waren so eher naja. So, schauen wir mal eben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Und ich habe so Bock auf dieses Set. Deswegen gar nicht lange quatschen. Fangen wir an. Und öffnen dieses schöne Set. Jetzt habe ich... Ah doch. Ich wollte sagen, jetzt habe ich ja keinen Karton zum Müll reinwerfen. Aber nehmen wir einfach den Versandkarton. So. Zack, zack, zack. Einmal der Code für euch. Bitteschön. Und dann, ja, die können wir auch wegschmeißen. Interessiert keine Energiekarte. Haben wir hier ein schönes Lahapras. Funpi, das ist auch richtig cute, das Artwork. Pikachu. Tanza. Buckle. Glutexo. Mondscheinhügel. Sonderbonbon. Deden. Und Hitzerotrom. So, meine Chase-Karten. Also, ne, Glurak wäre natürlich nice. Gardevoir auf jeden Fall. Das ist auch eine sehr, sehr schicke Karte. Und das Shiny Relaxo und das Shiny Pikachu hätte ich gerne. Das sind auch zwei sehr, sehr schicke Karten. Aber ich nehme auch alles andere. So, einmal der Code für euch. Energie braucht man nicht. Und dann geht es los. Marakamba. Wurmball. Alpollo.
auch ein sehr schönes Artwork. Dann der süße Hefel, einmal hier Lanturn, Fragrunz, Hyperball, Flatutu, Menki, ein Riesenzahn EX. Ja, wie gesagt, ich finde diese Karten ja nicht so schön mit ihren Sternchen hinten. Trotz allem kriegt Riesenzahn ein Sleeve. Und ich hoffe, dass es nicht so weitergeht wie in 2023, dass ich hier halt überhaupt nichts ziehe. Was ich leider nicht auf Video habe, was ich aber als Shorts hochlade, die ganzen 151er Shorts, die ich jetzt nach und nach hochlade, das war tatsächlich eine einzige Premium-Kollektion, Ultra-Premium-Kollektion. Die hat ordentlich gescheppert, Leute. Also da hätte ich lieber mal ein Video von machen sollen. Das war, glaube ich, die krasseste auf... Das wäre die krasseste auf YouTube gewesen. Also die hat ordentlich gebullert. So, genau, Energie brauchen wir nicht. So, weiter geht's. Bis jetzt eher mager. Eher mager. Irokex, aber vielleicht ziehen wir ein Godpack. Wir lassen uns überraschen. Wir sind ja noch ganz am Anfang hier. Wir haben noch ein paar Booster. Alaprass, ey. Nix, nix, einfach nix. Ey, wenn ich mir die Videos angucke, ne? Ja, Päckchen für Päckchen ziehen die da Shiny-Pokémons raus. Und das ist mein drittes Booster und einfach gar nichts. Gar nichts. Code für euch. Blitzenergie, oh, wenn das nicht vielleicht was Gutes bedeutet. Vielleicht ziehen wir unser Shiny Pikachu jetzt. Oder wir ziehen vielleicht mal überhaupt irgendwas. Das wäre natürlich schön. Nestball. Gengar. Oh, Kelia, hier, da, ne? Gardevoir wäre ne schön. Oh, endlich mal, ey. Aber seht ihr das? Was ist da denn los? Ist das auf jeder Karte so? Nö, natürlich nur auf der Shiny-Karte. Warum auch nicht? Ja, auf der auch nicht. Junge, 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 ey. Was ist denn da passiert? Naja. Also, upgraden lasse ich die sowieso nicht. Die kommt eh in meinen Ordner, von daher alles gut. Wenn das jetzt so ein Glurak gewesen wäre. Schon kritisch. Schon kritisch. Aber irgendwie sind die so ein bisschen luftig, ey. Naja, schauen wir mal, was wird. Ich weiß nicht, was mein Kater macht. Ey, der randaliert hier schon seit heute Morgen. Der schmeißt Sachen runter. Der geht mir richtig auf den Sack. Wasserenergie. Haben wir hier irgendein Shiny mit Wasser? Genug. Hier ist wieder die schöne Glumanda-Karte, wo man... das Glurak noch im Schatten sehen kann auf dem Boden. Das ist auch so ein schönes Artwork. Und ich muss mit einem Jux gerade aufzustehen und gucken, was mein Kater da runtergeworfen hat. Oder das scheint wieder irgendwas Großes zu sein, wo er rumgeklettert ist. Das ist ein Typ. Nix. Haben wir was? Auch nix. Zwiebs. Das ist auch ein süßes Pokémon. Und einmal dieses Käsestängelchen. Monetigo. Ja, das ist so traurig. Also mit Pokémon habe ich momentan echt kein Glück, was Openings angeht. Das ist echt traurig. Das ist echt traurig. So, was haben wir jetzt hier? Grüne Blattenergie. Kamaup. Schmerbe. Sweeps. Sonnebonbon. Nemelias Rucksack. Donphan. Shugi? Das gibt's nicht, ey. Das ist so lächerlich, Alter. Ich glaube, das ist bis jetzt die schlechteste, oder das wird die schlechteste Top-Trainer-Box auf YouTube werden. Ich meine, wenn jetzt noch ein Glurak kommt oder ein Gardevoir, dann... Okay. Oder eine andere Karte, aber... Das ist jetzt bis jetzt... Das macht mich so traurig, ne? Wenn du dann die ganzen... Wieso halte ich euch die Energiekarte rein? Wenn ich die ganzen anderen Openings gesehen habe, ne?
Junge, 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 Junge. Und dann komme wieder ich an. Und ich habe nur Crap. Hyperball. Nix. Einfach nix, Leute. Ey, wir haben jetzt nur noch zwei Booster. Das ist doch lächerlich. Das kannst du doch keinem erzählen. Das kannst du doch keinem erzählen. Na, also. Das ist grottig. Moptif. Frospino. Knatox. Nimiras Rucksack. Kirlia. Bollardin. Nebulak. Kukuwai. Tentera. Also die Karten ist für mich kein Hit. Das ist kein Hit für mich. Ne? Aber ich meine, wer den, ja gut. Ja, ne, ist kein Hit. Ist einfach kein Hit. Das sind einfach irgendwelche Reprints, die hier reingebullert werden und gut ist. Ach nee, du, bleib doch mal stehen. Das ist, glaube ich, die grottigste Top-Trainer-Box auf YouTube. Und ich glaube, so werde ich das Video auch nennen. Das ist ja mal Müll. Doch, da könnte ich schon wieder anfangen zu heulen, Leute. Ey. Gut für euch. Flammenergie. Zeichen? Man weiß es nicht. Alpollo. Ich habe mich schon so gefreut, diese Top-Trainer-Box aufzumachen und dann einen Schein nach den anderen zu ziehen. Nix. Aber jetzt vielleicht ein Godpack. Aber nur vielleicht Elfon. Können, also die nächste könnte ein Hit sein und die letzte könnte auch noch ein Hit sein. Wow, juhu, wir haben einen Tanzer gezogen. Ich werd verrückt. Haben wir doch noch was. Wow. Ich bin echt sprachlos. Ja, Leute, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die ganzen Hits an. Ja, hier sind nun mal die ganzen Hits. Wir sind ja dann relativ schnell durch. Tentera EX, Riesenzahn EX, Danza als Shiny und Shinux als Shiny. Ja, ich würde mal behaupten, die grottigste Top-Trainer-Box auf ganz YouTube und ja. Ich hoffe, ihr könnt mich ein bisschen ermuntern in den Kommentaren, damit ich nicht so einen ganz traurigen Sonntag habe. Ja, schreibt mal ein paar liebe Wörter unten rein, würde mich echt freuen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und sage dann bis nächste Woche. Ciao.